Hallihallo und ein letztes Mal herzlich willkommen zu XCOM 2 War of the Chosen. Wir sind kurz davor, die letzte Mission zu starten. Ich bin bereit, die letzte Mission wird ein Weilchen dauern. Ich werde die am einem Stück durchzocken. Wenn die jetzt über eine Stunde geht, habe ich mir gesagt, oder weit über eine Stunde, werde ich erst in zwei Parts aufteilen. Wenn nicht, dann bleibt es alles ein Part. Aber ich werde das hier in einem Zug durchziehen. Ich habe mir extra hier Upload-gefiltertes Wasser nebengestellt. Ich bin also bereit für diese Mission. Und ich würde sagen, wir starten mit einem Blick auf die Brücke. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wen ich mit auf diese Mission nehme. Und am Ende bin ich zum Schluss gekommen, ich entscheide es jetzt einfach spontan. Aus dem Bauch raus. Ich glaube, das wäre dann einfach mit so... Ja. Verwundete Soldaten können wir mitnehmen. Wunderbar. Ja. Schön. So. Ja, Central, komm. Ja, ich weiß, dass dieser Einsatz kritisch ist. Das ist der letzte Einsatz. Meine Güte. So, wer muss dabei sein? Erstmal Soldaten revitalisieren. Stöpsel. Ja. So, dann ist Stöpsel wieder heile. Denn Stöpsel muss ich mitnehmen. Stöpsel ist unser Scharfschütze, der muss dabei sein. Er hat komplett das Let's Play durch, eine so solide Leistung absolviert, muss dabei sein. Wer muss noch dabei sein? Granny. Granny, deine Fähigkeiten sind einfach so unglaublich gut. Du kannst einfach jemanden übernehmen. Und du hast so starke Angriffe. Keine Chance, dass ich dich nicht mitnehmen kann. Du musst dabei sein. Wen muss ich noch mitnehmen? Bushi. Die Ikone dieses Let's Plays quasi schon. Du musst auch dabei sein. Auf jeden Fall keine Chance, dass du nicht mitkommst. Du bist eine unglaubliche Wucht und musst dabei sein. 3 Slots fehlen noch. Wen nehme ich noch mit? Ich nehme noch mit Coda. Coda ist einfach nur eine Maschine. Er kann mit seiner Fähigkeit verbannen, einfach alles umlatzen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und eigentlich auch schon alles, was bei 3 auf dem Baum ist, denn keine Ahnung. Er macht einfach alles weg. Keine Chance, dass ich ihn nicht mitnehmen kann. Das heißt, er muss dabei sein. So, jetzt fragen wir uns, was noch fehlt. Es fehlt noch ein Heiler. Da ist jetzt natürlich... Das ist natürlich jetzt Kacke für mich. Entweder ich nehme... Oh, du bist müde. Oh, du bist 8 Tage müde. Oh je. Oh je, ich sag entweder ich nehme Papa mit oder ich nehme Broski mit. Das ist schwierig. Erstens, also zu meinem Gedankengang. Papa war in der letzten Mission dabei, deswegen bist du wahrscheinlich auch noch müde. Du warst in der letzten Mission dabei, in der vorletzten Mission. Deswegen würde ich dich eigentlich nicht auf diese Mission mitnehmen, aber du hast halt immer so viele Tipps gegeben in den Kommentaren, warst immer präsent unter jeder Folge. Eigentlich kann ich dich gar nicht mitnehmen, obwohl du müde bist. Und eine positive Sache wäre noch dafür, dass du halt mit Coda eine Partnerschaft hast. Das könnte noch kritisch werden. Es hat uns schon ein oder andere Mal den Arsch gerettet, diese Teamfähigkeit zu benutzen. Das könnte kritisch werden. Aber ich möchte es Broski eigentlich auch nicht verwehren, mit dabei zu sein. Aber ich hoffe, Broski, du siehst es mir nach, wenn ich Papa mitnehme, obwohl er müde ist. Denn... ich denke, er hat es verdient. Broski, du hast es genauso verdient. Ich weiß, es ist... Ach Mann, ich kann es auch nicht begründen. Aber ich denke einfach, ich muss euch beide mitnehmen. Ihr habt die Teamfähigkeit zusammen. Euch, ihr müsst einfach dabei sein. So, wen nehme ich noch mit? Fangen wir unten an. Unten ist einfacher. Martina Cola nehme ich mit. Auf jeden Fall, sie war einfach... Nein, natürlich nicht. So. Ihr alle nicht. Avatar, tut mir leid, du bist auch nur ein Meme-Charakter. Du bist auch nur da, um bei verdeckten Missionen mitzuwirken. Hier haben wir noch einen Scharfschützen, den brauchen wir nicht. Die brauchen nicht noch einen Zielsoldat. Broski. Ja, ich will Broski mitnehmen. Ich will und ich muss, glaube ich, auch Broski mitnehmen. Die Frage ist, jetzt fehlt uns ein Ranger. Uns fehlt halt echt noch ein Ranger. Jemand, der echt richtig reinballern kann. Den vermisse ich ja eigentlich noch so ein bisschen. Das heißt... Ich bin gerade noch ein bisschen überlegen, ob ich nicht lieber... Deathgun rauspacke. Dass also das Stöpsel lieber nicht mitkommt. Aber der Scharfschütze, ist er so unfassbar wichtig in dieser Mission. Und ich kann Broski nicht mitnehmen. Also sorry. Und ein Grenadier ist auch unfassbar wichtig in dieser Mission. Ich schaue nochmal ganz kurz, wen ich noch mitnehmen könnte statt Broski. Also Julian ist raus. Julian hat mir nicht gefallen, noch ein Scharfschütze brauchen wir auch nicht. Julian ist der Spark, ich finde die Sparks einfach nicht so gut. Die können einfach viel zu wenig.
Mich selber, ja, wäre auch cool, mich selber mitzunehmen, aber ich finde einfach gerade nicht so wegen Platz für mich. Mox ist auch interessant, hat mich aber nicht überzeugt zum Ende des Spiels. Da konnte er einfach zu wenig, hat zu wenig Schaden gemacht. Ich würde gerne ein, zwei der Spezialisten noch mitnehmen. Nicht Spezialisten, sondern Ranger mitnehmen. Jason zum Beispiel. Der hätte ja auch die Super-Teamfähigkeit mit Stöpsel. Das würde zumindest ordentlich was hermachen. Allerdings hätten wir dann keinen Grenadier. Was auch relativ unschön ist, muss ich sagen. Was auch sehr, 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 sehr unschön ist. Denn als Grenadier hat man so viele coole Fähigkeiten. Allerdings ist der Sensenmann halt so gut. Und ich werde... Mein Bauchgefühl sagt mir gerade einfach Jason. Mein Bauchgefühl sagt mir einfach Jason. Es tut mir leid, Bauski. Du hattest ja deinen Einsatz schon in XCOM 2 bei der letzten Mission. Hast mich da auch ordentlich durchgecarried bis zum bitteren Ende. Ich glaube, ich muss Jason mitnehmen für diese Mission. Damit fühle ich mich gerade einfach sicherer, als er hat einfach deutlich mehr Schaden. Und kann auch den Plasmawerfer mitnehmen. Ich hoffe, ihr seid mit dieser Entscheidung zufrieden. Ich hoffe, das ist in Ordnung für alle. Ich gebe nochmal alles doppelt frei, einfach weil ich Angst habe, dass ich irgendwas übersehe. So, jetzt muss ich überlegen, wem gebe ich was mit? Du kannst gerne deine Death Gun weiter behalten. Ich denke, die Death Gun ist besser als die Nachtlanze. Was kannst du? Fehlschussschaden, kostenloses Nachladen hast du noch viermal. Du hast aber Sofort-Kill-Chance, 20% Chance auf Bonusaktion. Ne, warte, was hast du? Gar nicht. Du hast Crit-Chance 30, Magazingröße ist halt ziemlich wichtig, die Magazingröße. Die hast du halt leider nicht bei der anderen Waffe. Ich glaube, ich nehme lieber deine Death Gun mit. Ich glaube, ich nehme echt lieber deine Death Gun mit. Die Nachtkralle kannst du gerne mitnehmen. Die finde ich solide. Blueskin-Geschosse sind eigentlich ein Muss für dich. Und dann kann ich mir noch überlegen, was ich sonst noch so dir mitgebe. Vielleicht nur irgendeine Granate, vielleicht ein Imitationsgerät. Du bleibst erstmal bei dem Imitationsgerät. So, Granny. Können wir dir irgendwas Gutes tun? Ja, eigentlich ja im Grunde nicht. Im Grunde kannst du eigentlich genau so bleiben. Du hast auch ein paar überragende Sachen dabei. Kannst auch nicht wirklich was Besseres mitnehmen. Du könntest auch die Waffe mitnehmen, aber die ist einfach zu langsam. Die könnte ich in War-Anzug noch mitgeben. Und dann ebenfalls noch eine Schredder-Sturmkanone. Ja, die Plasmagranaten könntest du mitnehmen. Oder du nimmst die Stasis-Weste mit, um dich ein bisschen gegenzuheilen, wenn es mal hart auf hart kommt. So. Bushi. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Du hast immer noch das Gedankenschild, Templar, Servorüstung. Alles in Ordnung. Coda. Ja, kann ich auch eigentlich nichts anderes machen. Eine Sache, die ich noch machen muss. Oh boy, bevor ich das vergesse. Und zwar in Waffenverbesserung, Waffenname. Und zwar Lightning Hawk. Genau. So, du hättest ja gerne, dass ich diese Waffe umbenenne. Da hast du sie jetzt. Jetzt hast du auch deinen Lightning Hawk am Start. Bluescreen-Geschosse sind immer noch unglaublich wichtig. Hier haben wir noch mit dir ein Medikit dabei. Disruptor-Gewehr steht dir auch sehr, sehr gut. Genauso wie diese wunderschöne Schlangenrüstung. Oh. Jason hat die Mutter dabei. Fusionsaxt oder Plasma-Daido? Ich wähle das Plasma-Daido. Rage-Rüstung kann ich auch nicht gegen klaren Krallengeschosse. Auch super. Wir sind bereit. Wir sind bereit für diese letzte Mission. Ich hoffe, dass du müde bist. Macht nicht viel aus. Aber ich denke, für diese Teamfähigkeit zwischen euch beiden müsst ihr dabei sein. Ich hoffe, es ist mir keiner böse, wenn er nicht mit dabei ist in dieser Mission. Es ist echt nichts. Also es ist echt einfach nur aus dem Bauch raus irgendwie entschieden. Und es wird zwar in diesem Let's Play die letzte Mission sein, aber es heißt nicht, dass das die letzte XCOM-Mission ist, die ich jemals spielen werde und aufnehmen werde. Denn ich habe ja schon angeteasert, es wird noch ein Modded Run kommen und jetzt gucken wir uns erstmal diese Cutscene an. Unsere gesamte lebensfähige ältesten DNA. Eine zweite Chance gibt es nicht. Finale Verbindung steht. Energie ausreichend. Noch ein Blick. Shan, Sie haben sich das schon 50 Mal angesehen. Entspannen Sie sich. Wir sind bereit. Synthese fast abgeschlossen. Jetzt Lily. Initiiere Netzwerkverbindung. Zeigen Sie sie. Das Tor ist bereit, Sir. Stellen Sie mich durch. Okay, Leute. Die Welt ist wachgerüttelt. Und jetzt kennen Sie die Wahrheit.
Advent ist eine Lüge. Und ihre Zeit ist um. Sie müssen sich jetzt mit einem Krieg auseinandersetzen. Während die Aliens versuchen, unsere Welt in Schach zu halten, greifen wir ihre an. Es wird nicht leicht. Aber das kennen sie ja bereits. Sie haben getan, was notwendig war. Sie haben nie aufgegeben. Sie sind X-Com. Und sie werden es beenden. Die Menschheit zählt auf uns, Leute. Viel Glück, Commander. Wir werden es brauchen. Wir werden es definitiv brauchen. Das ganze Let's Play spiele ich ja schon mit mehr Glück als Verstand. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Meine Güte. Puh, es geht zu Ende. Ich habe auch schon das nächste Let's Play vorbereitet. Ich hoffe, ihr seid mir natürlich auch nach XCOM weiter treu. XCOM wird nochmal kommen, aber danach kommt jetzt erstmal Portal 2. Wo ich schon ein bisschen angefangen habe. Es wird dann wahrscheinlich Mitte nächster Woche irgendwann losgehen. Sie auf der Hut. Vielleicht haben Sie unsere Anwesenheit bereits bemerkt. So viele Verluste. Welch unnötige Verschwendung. Ihr zwingt uns dazu. Wir bieten trotzdem Frieden. Beugt euch und eure Welt bleibt verschont. Nein, wir werden uns niemals beugen. Das ist keine Option für uns. Alles klärchen. Alles klärchen. Okay. 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 So. Altes Schema. Koda rennt nach vorne. Und scoutet erstmal eine Runde. So, ich denke mal nicht, dass hier vorne schon irgendwo ein Gegner ist. Aber, ne? Nö. Überhaupt gar nicht. Das heißt, wir können mit allen Leuten einfach mal hier vorne dran spurten. Oh, ich kann die Kamera nicht wechseln. Oh, bitte finde keinen Gegner. Ah, natürlich. Natürlich. Ja, klar. Ja, okay. Geht ja gut los, der Lachs. Oh je. Ja, 4 Mutons. Okay, okay, okay. Ich bin ja gespannt, wie der Schwierigkeitsgrad hier sich verändert im Gegensatz zu dem Veteranen-Run, den ich vorher gemacht habe. So, Bushi, kommst du irgendwo dran? Du kommst tatsächlich irgendwo dran. Die können aber zurückschlagen. Das finde ich jetzt eher unangenehm. Wir können natürlich auch direkt die Gedankenkontrolle übernehmen oder einen Dimensionsriss direkt am Anfang starten. Wäre auch eine gute Alternative. Ich glaube, damit könnten wir auch ganz gut starten. Wir starten einfach mal mit dem Dimensionsriss. Oder wir können auch mal gucken, ganz kurz gucken, was deine Waffe überhaupt so kann. 9 bis 10. Okay, wir können zumindest schon mal ihn one-shotten mit 63% Crit. Oder wir starten direkt mal mit dem Dimensionsriss. Oh, gut, doch, doch, ja. Doch, das finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung, den Dimensionsriss. Und... Batz. Ja, doch. Also, das war schon erstmal im Rahmen des Machbaren. So, Bushi greift die jetzt erstmal nicht an. Er hofft einfach, dass hier ein bisschen die, was fallen lassen. Oh, hier hast du sogar 2 flankiert. Wir hoffen einfach, dass die irgendwie ein bisschen Fokus mal fallen lassen. Können natürlich auch hier mit Volt draufgehen oder einmal mit den blitzschnellen Händen. Ne, wir ballern den erstmal mit den blitzschnellen Händen um 82, Bushi. Batzig. Wunderbar. Lass ein bisschen Fokus fallen, das wäre sehr angenehm. Leider nicht. Ja, Nahkampf möchte ich da eigentlich nicht rein. Ich meine, wir könnten dich eigentlich mal umkehren, aber dann stehen wir so weit da hinten, dann habe ich Angst, noch mehr Leute aufzudecken. Das wäre eher unschön gerade. Wir ziehen unsere Leute erstmal weiter ran. Stöpsel. Könnte ihn wegballern. Wäre vielleicht auch eine ganz gute Alternative. 61. Komm, zeig mal, was du drauf hast. Granny. Granny, 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 du siehst da vorne einen Gegner. Ich glaube auch nicht, dass du da so eine unglaubliche Trefferchance hast. Aber wir haben ja noch andere Mittel und Wege, die wegzumachen. Zum Beispiel mit einem Seelenfeuer. Ja, das ist ein sicherer Kill. Können wir eigentlich auch ganz gerne machen. So, hat auch 4 Runden Cooldown. Das ist ganz in Ordnung, weil wir die halt ganz am Anfang hier rausballern. Dann sind sie später wieder ready. So, Jason. Hat nicht so die Ultra-Kill-Chance für den. Ich würde aber ungern noch irgendwas weiter verschwenden. Das heißt, wir machen einfach mal einen Volt auf ihn, verlieren dadurch etwas Fokus, aber haben den Kill auch sicher. Einfach am Anfang kein HP verlieren, ist so die Devise. Haben leider alle keinen Fokus fallen lassen, ist etwas schade. Können aber erstmal weiter vorrücken. Okay, die ersten 4 Mutons ganz solide weggemacht. Fand ich auch erstmal in Ordnung.
So. Wo sind die nächsten Gegner? Das sieht ja überhaupt nicht, nö. Oh boy. Oh boy. Wir müssen damit rechnen, dass die Kriegsbelastung unsere Soldaten irgendwann erschöpft. Wir müssen ihnen genug Zeit zur Erholung geben. Oh je, das wird ja witzig. Angst vor Max. Er wird auch ein bisschen in Panik geraten, wenn ein Truppenmitglied in Panik gerät. Oh je. Okay, immerhin hat Papa widerstanden. Das ist ja schon mal ganz solide. Gut, dann machen wir diese Runde erstmal ganz entspannt nichts, würde ich sagen. Und warten erstmal noch. Ach, du Kacke. So, da hinten ist ein Sektopod. Ist generell erstmal relativ unschön. Wir hocken uns erstmal mit allen Leuten hier vorne dran. Vielleicht mit Jason auch hier an die Ecke. Da wird es ja auch nicht aufgedeckt. Und Papa, ja, du deckst da vorne dann die Boys auf, denke ich mal. Ja, dann bleibst du erstmal noch da vorne stehen. Koda sollte vielleicht auch hier stehen bleiben erstmal noch, dann warten wir noch eine Runde. Ja, und die Ältesten sagen natürlich, die wollten nie was Böses. Nö, die haben nur die Welt hier fast übernommen und tausende Menschen getötet und ach, das ist alles gar kein Problem. So, da haben wir sie aufgedeckt. Hauen direkt mal einen Feldposten raus und knallen direkt mal Mutter im Außenleben. Okay, gut, der steht nicht wieder auf. Wunderbar, Wächter. Noch ein Feldposten, komm schon. Hi. Na, ich möchte nicht meinen Verband auf dich verschwenden. Oh, sogar super, noch ein Feldposten. 1A. Ja, ein Schaden. Könnte wichtig werden. Okay. Ja, noch eins. Wenn noch ein, zwei Feldposten draufgehen, wäre das ganz angenehm. Ja, was hat das hier eigentlich für einen Arm? Sieht ja, sah hier mega seltsam aus. So, Granny. Kannst du irgendwas in die Luft jagen? Ah, macht 4 bis 5 Schaden. Ist jetzt auch nicht ganz so krass. Das ist ja tatsächlich eher so überhaupt gar nicht krass. Vielleicht sollten wir eine Schreddersturmkanone benutzen oder irgendetwas anderes in der Art. Zum Beispiel die Blasterbombe. Ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich krass, die hier zu benutzen. Also ich meine, ich würde gern alle drei treffen. Das würde ich so halt schaffen. Allerdings muss Koda dafür aus der Bahn. Aber wenn Koda sich bewegt, ist er halt... Er ist nicht aufgedeckt, wenn er sich bewegt. Okay, gut. Never mind, dann verpiss dich doch mal ganz gediegen. Könnten auch eine Mine dahin werfen. Wäre auch angenehm. Einen Tarnschuss könnten wir auch machen. Wir können aber hier einfach eine Mine hinwerfen. Können wir irgendwie alle drei treffen. Nee, okay, dann lassen wir die erstmal da. Die beiden nur. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Blasterbombe die Mine auslöst. Ich denke mal schon. Wir werden das jetzt aber einfach mal probieren. Pass auf. Oder wir machen das mit Granny. Granny. Du könntest ja auch das hier reinballern. Das könnte auch ganz gut aussehen tatsächlich, wenn du dich hier vorne an die Ecke bewegst. Na, dann triffst du aber auch nicht alle. Ne, wir müssen eigentlich... Oh, ups. Wir müssen eigentlich die Blasterbomben benutzen. Ich glaube, das ist hier einfach so mit die beste... Ja, nee, Bomben, boom, drauf. Und dann hoffen wir, dass die Claymore noch mit explodiert und dann wirklich alles weg ist. Wo zielst du hin? Okay. Ja, die explodiert auch noch mit. Wunderbar. Hat ordentlich Schaden gemacht. Beides explodiert, ein Mech ist direkt mal umgefallen. Er hier hat keine Rüstung mehr. Wunderbar. Können wir direkt mal eine Lanze machen. 8 bis 11 Schaden. Ja, sollten wir vielleicht erstmal einfach drauf machen. So. Ja, mach deinen Kamehameha-Move. Sag dich. 8 Schaden. Ja, natürlich der minimale Schaden. Natürlich. So, wir haben ja auch noch Stöpsel. Ja, der ballert den erstmal weg. So, da brauchen wir auch gerade keine Serie machen. Ich glaube, den kriegen wir auch so einfach weg. Wunderbar. Der darf dann mal ein bisschen rumexplodieren. Sag dich. Gut. Bushi kann ihn töten. Das fände ich ziemlich cool, wenn du ihn töten könntest. Das fände ich eigentlich ziemlich gut. Mach ihn mal weg. So. Hol dir ein bisschen Fokus dadurch. Das wäre eigentlich perfekt. Nice. Da, Fokus. Gönn dir. Wunderbar. Okay, dann haben wir noch Papa. Der hat auch eine ganz gute Trefferchance auf dem Boy da hinten. Könnte sich aber mal ranbewegen, um vielleicht noch ein bisschen bessere Trefferchance zu haben. Wenn der noch umfällt, dann haben wir echt was gut gemacht. Könnt ihr natürlich auch einfrieren, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber wir hoffen einfach mal, dass Papa die 79 trifft. Das wäre jetzt sehr, sehr wichtig. Yes. Yes. Perfekt. Perfekt. Und damit sind auch alle hier tot. Ich glaube, das haben wir auch wieder relativ solide gelöst. Oh. Stresst ja schon ein bisschen. Puh. Bislang kein Schaden. Bislang noch kein Schaden. Alles gut. Okay, hoffen wir, dass jetzt keine Aliens hier reinwatscheln.
Dann kann ich nämlich ganz kurz mal eine Runde nutzen, um mich ein bisschen nachzuladen mit den ganzen Leuten. Die nachladen müssen. Und zwar überhaupt gar keiner muss nachladen. Deathgun könnte nachladen. Könnte er aber auch erstmal lassen. Ja, hier oben hinzurennen ist auch gerade witzlos, weil wir wollen sowieso hier weiter durch. Dann rennen wir erstmal nach hier vorne an der Ecke. Jawohl. Now, du kannst einmal nachladen. Koda könnte weiter ein bisschen Ausschau halten. Und am besten gehst du mal hier vorne lang. So, dann springst du durch die Scheibe. So, wir wollen nämlich weiter einfach nur ein bisschen scouten mit ihm. Sehen hier aber nichts weiter. Das heißt, wir können ja mit den anderen Leuten auch dran moven, werden damit auch nichts sehen. Wunderbar, ist eigentlich perfekt. So, Bushi. Oh, Hilfe. Okay, Granny, ganz ruhig. Alles wird gut. Bushi kann auch hier vorne an die Ecke. Dann hocken wir sie erstmal alle hier vorne dran. Natürlich hast du mit dem letzten Zufall aufgedeckt. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Und ich bin schon mit allen gesprintet. Oh je, ich glaube keiner. So gut wie keiner hat noch einen Move über. Jason hat noch einen über. Jason, du musst jetzt etwas sehr, sehr Wichtiges machen für mich. Okay, du musst die jetzt alle einmal mit Sensemann aus dem Leben nehmen, okay? Das wäre sehr, sehr schön. Weil ich kann nicht. Natürlich habe ich mit Bushi jetzt noch welche aufgedeckt. Verdammt, okay. Du musst einfach nur hier alle töten und keinen weiteren aufdecken. Oh, oh. Du wirst noch weitere aufdecken. Ach du Kacke. Ich glaube, das wird eine witzige Runde. Oh, oh. Da hinten sind ein paar Freunde. Angst vor Max, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles ist scheiße. Kacke. Kacke. Oh oh. Oh je. Und da hat jemand einen Feldposten. Ist natürlich für Jason jetzt egal. Jason kann aber erstmal hier weiter durchschnetzen. Kannst du einen von denen auch one-shotten? Ja, kannst du. Vielleicht solltest du dann damit mal anfangen. Und einfach mal einen von denen wegmachen. So, 11 bis 12 Schaden machen wir noch. Noch können wir die ganz gut wegmachen. Oh je, bitte deck aber nicht noch mehr Leute auf. Du bist da nämlich etwas deep drin, muss ich sagen. Okay, du hast nicht noch mehr aufgedeckt. Wunderbar. So. Die kannst du ja auch noch ganz easy töten, aber du kannst erstmal noch einen Mech hier vorne töten. Keine Ahnung, okay, nicht den schweren Mech. Nee, die schweren Mech kriegst du leider nicht, aber ihn hier vorne kriegst du weg. Das heißt, du tötest ihn einmal. 10 bis 11 machst du noch. Das reicht doch immer noch für die Sekunden. Gut, wunderbar. Ich glaube, jetzt könnte es eng werden mit den Mechs hier vorne. Oder reicht das noch? Du machst jetzt hier machst du noch 12 bis 13, hier machst du 9 bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das heißt, dich kannst du auch noch auf jeden Fall töten. Meine Güte, Jason. Ich bin gerade froh, dass ich dich mitgenommen habe. Oh, boy. So, Rage-Schlag. Können wir auch machen, theoretisch. Ich glaube aber, wir schnetzen uns erstmal durch die Sektuiden ein bisschen durch. So, bei denen machen wir ja sowieso noch etwas mehr Schaden, weil die eben diese Nahkampfverfügbarkeit haben. Zack dich. So, nächster bitte. Und du musst weg. Batz. 11 Schaden haben wir da noch gemacht. Wunderbar. Und dann kannst du noch weg. Und dann hat Jason hier ordentlich aufgeräumt. Puh, es leben aber immer noch einige, muss ich sagen. Es leben immer noch einige. Und dann bin ich auch noch unschlüssig, was ich mache jetzt. Ich könnte ein Doppelfeuer machen noch auf jemanden. Wen könntest du denn jetzt noch angreifen? Ihn könntest du noch angreifen, das bringt aber nicht allzu viel. Du könntest aber auch auf ihn Doppelfeuer machen, was auch ziemlich gut wäre. Ein Rage-Schlag könntest du aber auch tatsächlich... Könntest du auch noch machen. Pass auf, du machst ein Schnellfeuer auf den schweren Mech. Wenn du den jetzt auch noch tötest, Jason... Ein Traum wäre das. Komm schon, jetzt noch einmal treffen, einmal treffen. Yes! Oh Gott, Jason. Oh. Ja, und der Commander kann erstmal ganz ordentlich hinterher rennen. Oh Gott. Oh, Jason ist ja da vorne auch noch unantastbar gegen einen Angriff. So. Zwei Leute sind nämlich nur noch über. So, wenn einer nur angreift und die leiden unter der taktischen Analyse. Ja, du greifst anscheinend Jason an. Unantastbar, Kollege. Unantastbar, er ist unantastbar. We did it. We did it. Gebrochen entfernt. Wunderbar. Schön. Boah, das war... das ist ja ganz einfach. Geht ja gut los hier. Lalala. Scheiße. Puh. Okay. Granny. Kannst du irgendwen da übernehmen? Nee, das sind nur Max. Das heißt, das bringt überhaupt nichts. Hier kann ich irgendwas in Luft jagen, was nichts bringt. Das könntest du in Luft jagen. Das mach doch einfach mal. Dann ist nämlich die Deckung hier vorne weg. Und du machst die Rüstung noch weg. Und du machst ordentlich Boom. Gefällt mir ganz gut. Und wir sehen endlich mal diesen Angriff. Okay, die Deckung ist jetzt echt nicht ganz so krass weg gewesen, wie ich dachte. Aber naja.
Ja, Koda geht erstmal weiter ran. Du kannst weiterhin verborgen bleiben. Bushi, könnte sich eigentlich ein bisschen Fokus rallen. Ja, könnte dann den gleich finishen. Erst kann der Commander hier hin. Da vorne siehst du ihn. So. Mal gucken, was du für eine Trefferchance hast. 90, das sieht gut aus. Du musst ihn nur anhitten. Perfekt. So, dann kann Bushi ihn finishen und kriegt dadurch gleichzeitig zwei Fokus. Einen durch den Kill und einen durch, dadurch, dass er da drauf steht. Und damit ist er auch weg. Dann steht da vorne noch ein Mech und den hat Jason eigentlich schon im Visier. Im Visier. Kriegt die Backen gar nicht auseinander. Im Visier. So, damit hättest du jetzt auch vollen Fokus. Das, okay. Oh, was? Das war gerade ganz kurz voll. Ich hab's gesehen. Okay, jetzt ist er wieder voll. Wunderbar. So, Jason, genau, du hast ihn schon im Visier und ich glaube, da müssen wir gar keine halben Sachen machen. Den kannst du einfach so mit dem Hieb wegmachen. Ich sag, mit dem Hieb wegmachen und drück die Schießentaste. Ich bin halt auch etwas anderes. Oh mein Gott, der hat eine Bonusaktion. Die Frage ist, will ich da jetzt echt noch hin? Hier könnte ich halt weitere Gegner aufdecken. Oder nehme ich lieber die 73 nochmal? Pass auf, ich nehme nochmal die 73. Jetzt aber. Jawohl. Okay, das war vielleicht etwas sicherer. Dann können wir nämlich hier vorne nochmal ganz kurz chillen und warten. Und ganz entspannt einmal nachladen. Okay, du kannst nicht nachladen. Du hast ja hier unerbittlich. So, das heißt, du gehst einfach einen Schritt nach links und dann ist auch in Ordnung. So, Stöpsel kann einfach einmal hinterher sprinten. Die Icarus-Sprünge hebe ich mir erstmal noch auf für vielleicht den letzten Raum, damit du dich dort ein bisschen neu positionieren kannst. Bushi kann ganz hingegen einmal parieren. Koda kann auch nach vorne. Ich stehe zu ihren Diensten. Und bislang hat noch keiner Schaden bekommen. Es sind ein paar Leute in Panik verfallen und so, aber generell erstmal gut. Erste Fazit, es läuft. Es läuft, es läuft. So. Na los, zeigt euch. Okay, wo sind die Nächsten? Obwohl wir die Leute hier aufgedeckt haben, wo wir es nicht wollten, hat es ja noch ganz gut funktioniert. Wir werden jetzt auch erstmal alle Leute hier auf eine Linie grob bringen, bevor wir weiter vorrücken. Damit wir nicht wieder die Nächsten auslösen, wo, obwohl wir gar keinen sehen. So. Also obwohl wir mit den anderen schon gesprintet sind oder die anderen gar nicht in Sichtweite sind. So, du kannst einmal nachladen und dann auch nach vorne gehen. So, Stöpsel, auch einmal nachladen bitte. Zack, zack. Und bitte hör auf, Angst vor Mechs zu haben. Also es ist nur echt etwas ätzend. So, einmal hier oben drauf gerne. Koda. Koda, mit Koda können wir ja natürlich nach vorne gehen. Das wäre natürlich gar nicht so wild. Das heißt, du gehst einmal hier an der Ecke. Eine Art Menschenfärch? Die Anzahl der Vermisstenmeldungen war schon Jahre vor der Invasion sehr hoch. Waren sie das auch? Vielleicht wollten sie das für irgendwelche psychologischen Tests nutzen. Tja, hier haben sowohl Menschen gehalten. Das ist natürlich etwas abartig, muss ich sagen. Etwas sehr abartig. Ja, immerhin hatten sie eine Gitarre. Und schöne Bilder. Guck mal, da sind sogar Aliens drauf auf den Bildern. Seht ihr das? Ja, hier ist so ein Sektoid da in der Mitte. Interessant. Interessant. Oh, hier auch Bahn. hier ist das Avatar-Zeichen da. Ich wollte gerade Bahnschienen sagen, aber es ist das Avatar-Zeichen, nicht Mongo. So, da vorne hat Koda schon ein bisschen was entdeckt. Unfreiwillig. Oder wir haben da vorne schon ein paar Gegner aufblitzen sehen. Das heißt, wir machen uns auch mal langsam in die Richtung auf. Aber ohne die aufzudecken. Also wir gehen erstmal alle ganz gediegen hier links am Rand lang. Wollen die aber noch nicht aufdecken. Okay? Noch nicht aufdecken. Ist ganz wichtig. Gut, gut. Immerhin, mein Rat beherzigt. Okay, einmal einen Feldposten und dann warten wir. Vielleicht kommen die auch ein bisschen zu uns. Das wäre mir ganz angenehm. Sonst müssen wir mit Koda erstmal hinlaufen. Beute abgelaufen. Ja, das ist in Ordnung. So läuft die Beute auch ab. Ach krass, Mensch, Spiel. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. So. Wo ist er denn, mein Schnitter? So, da. Dann. Nein! Ich habe mich verklickt. Ich wollte da nicht hinklicken. Hi, Freunde. Willkommen. Moin, moin. Ach, je. Koda, es tut mir leid, ich wollte das nicht, du. Ich glaube, ich, ja, hab das verkackt. Du kannst nicht mehr in die Schatten gehen. Okay. Okay. Okay, vielleicht wird es auch Zeit für noch eine Claymore, tatsächlich. Hiermit könntest du leider nur zwei Leute hitten. Schade, dann bringt es vielleicht doch nicht ganz so viel. Okay, Bushi. Sollte ja eventuell in Reichweite sein, um irgendwo hinzurennen. Die Frage ist, ob er da hier wirklich hinrennen möchte. Oder möchtest du lieber hier... Oh mein Gott, ja. Die Macht ist kaum zu kontrollieren. Ich meine, du kriegst dadurch vielleicht drei Kills und hast dann die Chance, direkt alle drei Fokus wiederzubekommen.
Das wäre schon ganz solide, muss ich sagen. Na komm. Mach einfach mehr Schaden. Mehr Schaden. Ein Traum. Jawohl. Und lass dich alle wieder Fokus wiederbekommen. Wunderbar. Perfekt. Gut, das lief auch jetzt schon mal ziemlich gut. Okay. Gut. Wir müssen mit den anderen Leuten auch ordentlich mal hinterher spurten. Das heißt, das machen wir jetzt einfach auch mal. Wir könnten mit Jason hier einen Sturm und Schuss machen. Vielleicht wäre das auch eine ganz gute Sache. Oh, was kommt hier jetzt? Nichts. Okay. Gut, Sturm und Schuss mal da oben aufs Dach. In der Hoffnung, dass wir keine weiteren Gegner aufdecken. Nur noch diese eine Mutter und den wegklatschen, dann war's das für diese Runde, bitte. Keine weiteren Gegner aufdecken. Guter Junge, 69. Jawohl. Jawohl, hab ich gesagt. Ah, Jason. Bonusaktion. Keine Bonusaktion. Verdammt. Kannst du irgendwas in die Luft jagen? Nichts, was uns irgendwas bringt. Ist deine Lanze lang genug? Nein. Schreddersturmkanone wäre ein bisschen Overkill. Ich könnte jemanden inspirieren. Ja, du wirst ihn wahrscheinlich nicht sehen da oben, aber ich inspiriere dich da trotzdem mal. Vielleicht hast du ja irgendeine Fähigkeit, mit der ich irgendwas reißen kann. Da, mach mal den Inspirieren. Vielleicht siehst du ihn ja sogar. Nee, leider nicht. Könntest aber Dimensionsriss wieder machen, was ihn töten könnte. Wäre auch interessant. Oder wir machen hier mal einen Icarus-Sprung, um den Kill hier halt zu sichern. Ich glaube, wir machen einen Icarus-Sprung, um den Kill da echt zu sichern. Ich glaube, da machen wir jetzt gar keinen Vierlefanz. Icarus-Sprung und sichern uns einfach weg mit dem Boy. So, ich möchte keinen Schaden nehmen. Vielleicht machen wir auch vorher die blitzschnellen Hände. Die könnten dich ja auch schon so toten. Toten. Macht jemand Striche? Gut. Nee, diese Mission mache ich keine Striche, Kollege. Das wäre etwas zu krass. So, einmal hier vorne eine Dachkante. Papa hätte natürlich auch noch einen Zug gehabt, aber wäre wahrscheinlich auch nicht wirklich rangekommen. Gut, wir hätten auch mit Coda zweimal schießen können, das wäre auch eine Alternative gewesen, einfach durch das Teamwork. Aber dann sparen wir uns das Teamwork erst nochmal auf für den letzten Raum. Und einen Icarus-Sprung sparen wir uns dann auch nochmal auf. Gut, machen wir erstmal so weiter. Coda sollte sich nächste Runde wieder verbergen, das wäre ganz angenehm. Okay, es bleibt still. Okay, erste Tat, erstmal wieder hier verbergen mit Coda. Genau, Schatten, wunderbar. Geh in die Schatten. Und bleib in den Schatten. Stückchen nach vorne wieder. Ja, ob das so gut ist, das weiß ich nicht. Aha. Da hinten haben wir wieder ein paar Leute entdeckt. Wunderbar, da können wir noch ein Stückchen näher rangehen. Und wissen jetzt, dass da hinten ein paar Gegner chillen. Dann schwingen wir uns mit den Leuten so ein Müh ran, ohne die aufzudecken. Und sollten vielleicht auch mit den Leuten hier unten bleiben. Hier in der Gegend, ohne die aufzudecken. Wissen kann an diese Ecke und Stöps hat hier vorne eigentlich einen ziemlich guten Blickwinkel. Könnte die Kugel auch ganz gut wegmachen, macht aber erstmal gar nichts, sondern nur einen Feldposten. So, wir warten wie gesagt ein bisschen. So, du kannst da vorne dran, da wirst du die, denke ich mal, nicht aufdecken, oder? Scheiße. Stimmt, genau da stand doch vorhin. Ah, genau da stand doch vorhin Coda. Oh, ich bin so ein Idiot. Ah, oh, Schlangenanzug in Panik. Wunderbar, eine Schlange ist in Panik. Hey. Okay, ja, trefft. Ja, ja, doch, ja, okay. Oh je. Oh je, genau da stand Coda und ich... Ich bin so blöd. Und alle haben vorher einen Feldposten gemacht, natürlich. Oh je. Oh je, und alle schießen daneben. Oh oh. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Und wir haben keinen... Oh! Mann! Das ist natürlich unglücklich. Nur noch Papa ist da. Er könnte irgendwen einfrieren. Zum Beispiel die Kugel. Friere die Kugel ein. 52%ige Chance. Verdammt. Kondensatorentladung. Kondensatorentladung. Wäre auch ziemlich gut. Und so alle drei treffen? Nee, leider nicht. Kondensatorentladung ist aber auch gut. Du könntest aber auch jemandem Teamwork geben. Coda kann aber eigentlich da auch nichts reißen. Das heißt, du machst, glaube ich, einfach mal deine Kondensatorentladung. In der Hoffnung, dass du da vorne jemanden stunst damit oder sogar tötest. Desorientiert. Ja, ich hätte mehr gehofft, dass du die Kugel da desorientierst. Jawohl, die ist auch desorientiert. Okay, immerhin. Immerhin. Das könnte jetzt eine sehr, sehr schlechte Runde für uns werden. Ah, ich bin so blöd. Okay. So, immerhin leiden die unter der taktischen Analyse. Das heißt, sie werden entweder laufen oder schießen oder Feldposten machen. Hoffentlich machen die einfach nur alle Feldposten.
Geh du mal schon mal da einen Hyperpeep auf Jason und verfehlst. Ein Traum. Ein Traum. Nummer 1 ist raus. Was machst du? Du schießt auf wen? Ich sehe es gar nicht. Auch daneben. Auch daneben. Wunderbar, wunderbar. Okay, du machst Federfeuer. Das ist auch perfekt. Das macht nämlich gar keinen Schaden diese Runde. Können wir uns ganz einfach rausprobieren. Wunderbar. Perfekt. Perfekt. Gar kein Problem. So, sind noch die Schlangen übrig. Feuerschutz. Oh oh. Da kommt Edwin angeschissen. Da haben wir aber jemanden, den wir mit Gedankenkontrolle übernehmen können, immerhin. So, was machen die? Die können ja diese Runde sowieso noch nicht schießen. Ah, es sind aber viele, viele. Hoffentlich ist Sensemann schnell wieder ready. Könnte aber sein, dass das schon wieder bereit ist. Wir haben echt keinen Schaden bekommen. Ich kann es kaum glauben. Meine Fresse. So. Wir können einmal uns irgendwie die Position tauschen mit irgendwem. Ob das so gut ist, weiß ich aber nicht. Ja, wir könnten natürlich einen Dimensionsriss machen, würden dann aber auch Schaden kriegen mit dir. Das heißt, wir sollten uns erstmal bewegen. Ist dein Sensemann wieder bereit? Jawohl. Oh. Oh. Ja, ich würde sagen, Sensenmann kommt ja gerade rechtzeitig. Dann schnetzel mal fröhlich drauf los. 13 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfekt, dann müssen wir dich als allererstes töten. Denn sonst haben wir nicht mehr die Chance, dich zu töten. So, wir haben natürlich auch immer noch die Chance, das mit dem Rage-Schlag zu kombinieren. Aber erstmal machen wir dich weg. Wunderbar, die 12 Schaden hast du auch gemacht. 1A. Ist er weg. So, die Schlangen, die fallen ja um wie nichts. Das ist ja gar kein Problem. Die können wir ganz am Ende töten. So, dann können wir noch uns selber in die Luft sprengen. Das ist aber nicht so mein Ding. Das alles auch nicht. Dich können wir auch noch töten, tatsächlich. Dich können wir sogar noch ziemlich töten. Gefällt mir gut. Machen wir auch noch. Oh, Gott sei Dank ist Jason da. Oh, boy. Ja, so. Und ich bin mir sicher, Bauske hätte auch einen unglaublich guten Job gemacht. Aber gerade in dieser Situation mit meinem Spielstil ist einfach Jason gerade sehr solide. Muss ich sagen. So, der schnetzelt sich hier durch Edwin durch. Und das macht ihm keiner nach. Das ist halt so abnormal. So, dich können wir nicht mehr töten. Dich könnten wir noch töten, wenn wir vorher den schweren Hieb machen. Die Vipern könnten wir aber auf jeden Fall noch töten. Ah. Die Frage ist, wenn wir bei dir sind, kommen wir wahrscheinlich nicht mehr da vorne dran an die. Das heißt, wir machen lieber jetzt hier mal die Boys weg. So, kletter ich mal da vorne rum. Danach kannst du ja immer noch einen Doppelschuss machen. Alter Jason. Du krankes Stück. So, zack dich. Und ich bin auch froh, dass ich das Plasma-Daito mitgenommen habe. Einfach, weil diese Rüstungsignorierung hat uns hier schon 3-4 Kills gegeben, einfach nur. Einfach gegeben. So, wen hast du noch im Visier? Den Archon da vorne oder die Kugel? Der Torwächter, der explodiert, den würde ich eigentlich ungerne angreifen mit dem Rage, mit dem Schlag. Das heißt, bei dir würde ich tatsächlich lieber ein Schnellfeuer machen. Oh, hier ist aber eine schlechte Trefferchance. Oder wir machen einen Doppelangriff auf den. Pass auf, wir machen mal einen Doppelangriff auf den. Weil die Kugel muss einfach sterben. Oh je, wir sollten keinen Doppelangriff machen. Ich bin ein Vollidiot. Oh je. Koda ist direkt daneben. Oh oh. Töte die bitte nicht. Oh, huhuhu. Glück gehabt. Koda muss sich da bitte wegbewegen. So. Ja, der Avatar hier muss sich auch wegbewegen. Stöpsel muss sich leider auch bewegen. Zum Beispiel hier vorne an der Ecke. Einfach weg von dem Explosionsdings. So, Papa muss sich nicht bewegen. Papa kann irgendwo draufballern. Auf dem Archon dort vorne zum Beispiel. Oder den Torwächter. Ich meine, du ignorierst Rüstung. Wäre schon ziemlich gut, wenn du den wegmachen würdest. Das wäre eigentlich schon ein bisschen zu gut. Das heißt, den machst du... Ah, ja, Koda ist immer noch daneben. Also, wenn ich was kann, dann kann ich es halt. Ich habe Koda echt nicht wegbewegt. Ah. Ja, alles Papas Schuld. Ich meine, was schießt du auch einfach drauf, Mensch? Einfach deinen Kameraden kaputt gemacht hier. Ah, so, du kannst ihn deine Pistole abfeuern. Die kannst du von mir aus auch mal auf dem Boy da hinten abfeuern. Das macht ganz guten Schaden. Ja, 8 Schaden. Ist gut genug. So. Le Commander geht einmal nach dort vorne. Wir haben immer noch keine Gedankenkontrolle übernommen. Das können wir uns aber auch noch aufheben vielleicht. So, du kannst erstmal ihn wegmachen. Ja, das gefällt mir ganz gut. Mach ihn mal weg. 90er Trefferchance. Zack, was ist das eigentlich für ein Gewehr? Gestreift. Oh, Freunde. Könnt ihr doch nicht streifen alles. Du kannst die blitzschnellen Hände einfach mal versuchen. Oder du kannst einen Geist erschaffen. Geist wäre auch interessant. Pass auf, du erschaffst einfach mal einen Geist. Ja, doch gerne.
Geist, erhebe dich. Da ist er. Ein Bushi-Geist. Wunderbar, den kann ich ja auch schon in dieser Runde steuern. Jawohl, kann ich. Kann ich, wunderbar. Das heißt, ich kann mit dir auch ganz gediegen einmal den Boy hier vorne töten. Oder den Archon. Ich glaube, ich töte lieber ihn. So. Okay, zwei Leute leben noch. Zwei Archons leben noch. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, aber Granny ist ja auch noch da tatsächlich. Dann. Könntest du eigentlich eine Stasis machen? Das bringt aber auch nichts so wirklich. Siehst du hier irgendwo zwei Gegner? Nee, dann gehst du einmal hier an der Ecke. Und mal gucken, was wir sehen. Ein Gegner, ihn. Hm, kannst du nicht ganz so viel machen. Du könntest jemanden beherrschen. Wir können Archon beherrschen. Ich meine, das könnten wir von mir aus machen. Wir können aber auch einen Archon aus dem Leben ballern. Wäre auch eine Alternative. Oder wir setzen einen Archon in Stasis. Ich glaube, ich möchte gar keinen Archon beherrschen. Ich glaube, wir setzen einfach mal in Stasis. Dann kann der zumindest nicht angreifen. Dann ist nur noch ein einziger Archon übrig. Hoffentlich rennt er einfach in Richtung Jason. Aber ich habe sie befürchten, dass er Coda angreift. Obwohl, nee, Coda ist ja im Schatten. Ach, nee, Coda ist ja auch noch verfügbar. Oh. Da war ja was. Stimmt, ich habe ja nur aus Versehen Luft gejagt. Ja gut, dann hätte sich das Problem auch erlöst. So. Du kannst leider den anderen da oben nicht mehr angreifen, weil Granny den ja, ne, und so, aber... Gut. Perfekt. Dieses Feuer ist nicht aufzuhalten. Ja, jammer nicht. So. Ja, ich sehe, dass da noch ein Archon ist tatsächlich, Spiel. Ich habe das auf dem Schirm. Der Archon ist da. Okay, Granny. Ja, baller doch einfach mal drauf. Wir heben uns mal das Beherrschen noch auf für den letzten Raum vielleicht. Drei Schaden, ja. Weil ich weiß nicht, ob so ein Archon echt unglaublich gut ist. Das Federfeuer kann uns halt auch Schaden machen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir uns das nicht, ne, und so lieber etwas besser überlegen, welche Leute wir beherrschen. Wir benutzen nochmal die blitzschnellen Hände. Jawohl, das hat getroffen. Das heißt, Bushi kann den Raffium im Reißen wegmachen und ein bisschen Fokus sich wieder zurückholen. So, ja, das reicht ganz knapp nicht. Schade drum. Der Templergeist macht erstmal nichts. Jawohl, gut, du kannst ihn nicht töten mit dem Hit. Wäre aber schön, wenn du ihn anhittest. Wunderbar, perfekt, weil jetzt kann Bushi den auf jeden Fall töten. Oh, mit dir, genau. So, einmal ran an den Lachs. Oh, hol dir einen Fokus wieder. Vielleicht lässt dir auch noch einen Fokus fallen. Das wäre auch sehr angenehm. Nee, leider nicht. Aber trotzdem gut Schaden gemacht und einen Fokus immerhin wieder geholt. Oh, ich glaube, wir haben alles getötet. Okay. Ladebildschirm, ich kenne mich jetzt hier nicht mehr so wirklich aus. Ich glaube, das ist neu. Erstaunlich. Oh, das kenne ich doch. Die gesamte Einrichtung war tief im Ozean versteckt. Aber für wie lange? Ein Problem nach dem anderen, Doktor. Alles klärchen, da wären wir im Hauptraum. Die Party ist gestartet, würde ich sagen. Ich würde gerne erstmal mit allen nachladen. Um mal hier etwas zu chillen am Anfang. Jeder lädt einfach einmal nach. Okay, gut. So, jetzt. Können wir mit dem Icarus-Sprung uns irgendwo hinbewegen. Hier werden wahrscheinlich irgendwo Gegner stehen. Möchten wir uns dann jetzt schon dahin bewegen oder möchten wir erstmal hier alle einen Feldposten machen, ganz gediegen? Hm, vielleicht bewegen wir uns erstmal mit Coda nach vorne und zwar hier an der Ecke. So. Jawohl, da ist schon mal der Erste. Den könntest du eigentlich auch bald mal wegballern. So, das heißt, wir warten jetzt erstmal noch mit allen Leuten. Ich möchte nämlich diese Runde noch keinen aufdecken. Ich möchte einfach nur warten. Gut. So. Perfekt. Tja, und dieses Verbannen ist bald auch ein Teil von dir, Kollege. Vielleicht klingt
wenn wir euch einmal abgeballert haben. So, verbannen auf den ersten Avatar. Wenn wir den schon mal direkt am Anfang wegmachen könnten, wäre das so astrein, Koda. Also, ne, tu dir keinen Zwang an. Ach, Titan, wie recht du doch hast. Okay, leider keinen einzigen Sofortkill, aber trotzdem getötet. Ja, das ist doch auch mal ganz solide. Ja, so kann es wieder sein. Wir geben Koda erstmal Teamwork, weil er einen ziemlich guten Schuss auf die Boys da vorne hat. Die wollen natürlich uns jetzt hier überzeugen, dass wir... Oh je, du musst nachladen. Ah, verdammte Kacke. Okay, dann lädst halt einmal nach. Scheiße, stimmt dabei was. Du hast ja deine ganze Munition verballert. Wupsi-dupsi. Dann healen wir ihn einmal. Also die Elsen wollen natürlich uns ein bisschen überzeugen, dass wir... Ne, ein bisschen... uns auf deren Seite wieder schlagen. Aber das ist nicht so unser Stil. So, jetzt können wir die Beherrschung endlich mal benutzen. Ich will keinen Archon. Archon, geh mir aus der Sonne. Ich möchte andere Leute bitte beherrschen. Zum Beispiel den Andromedon oder so. Das wäre mir sehr gelegen. So, wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Rechts und links. Nicht so weit, nicht so weit. Ist vielleicht auch ganz in Ordnung so. Zumindest für den Moment. Jason kann auch nach vorne gehen. Stöpsel, könnt sich jetzt erstmal einen guten Sniper-Punkt hier aussuchen. Zum Beispiel hier oben dran an der Ecke. So, da. Dein Icarus-Sprung, gut genutzt. Sag dich... Wunderbar, hast einen guten Überblick über die ganze Situation. Hast auch noch deine Fähigkeiten zur Verfügung. Könntest mit dem blitzschnellen Händen mal direkt den Boy ausschalten. Ja, zack dich. Und was? 9 Schaden, einfach mal so. Und dann kannst du ihn auch nochmal anhitten. Das würde mir auch sehr, sehr gut gefallen. Zack dich. Und vielleicht ist Bushi ja dann auch noch in Reichweite, um den auch noch auszuschalten. Dann hätten wir in der ersten Runde schon mal diesen ganzen Vorraum gecleared. Und ich denke mal, dass Bushi in Reichweite ist. Nein. Leider nicht. Schade. Machen wir denn jetzt? Machen wir dann doch eine Gedankenkontrolle oder hat Jason? Jason hat eine ganz gute Chance. Jason hat eine noch bessere Chance, wenn dann Jason einfach hinrennt und ihn einfach wegschnetzelt. Gut. 1A. Klingenmeister. Weggemacht. Wunderbar. So. 2 Avatare leben noch. Und die werden jetzt, denke ich mal, spawnen. Jason geht erstmal hier vorne hinter diese Deckung. Granny rückt auch ein bisschen in den Raum rein. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen im Raum verteilen. Einfach um eine Chance zu haben, später useful zu sein. Auch der Commander muss ein Stückchen ran. Okay. It's on. Der letzte Raum. Es geht ab. Da spawnt schon wieder ein Avatar. Nevermind, da spawnen nur ein paar Schlangen. Hallihallo. Willkommen. Und ihr dürft gerne jetzt gleich in Panik verfallen, wenn ihr Papa seht. Nein, keine Panik? Nein? Oh, ihr seht vielleicht Papa noch nicht. Okay. Weil wegen der Schlangenrüstung von ihm. So, da spawnt jetzt aber ein Avatar, oder? Ne, wieder nur ein paar Schlangen. Also von mir aus. Euch kriege ich ja alle mit dem Sensenmann weg. Wenn die Fähigkeit überhaupt schon wieder ready ist. Ne, leider nicht. 25%ige Trefferchance ist natürlich jetzt auch nicht ganz so krass. Jason geht, glaube ich, mal hier an der Ecke. Ja, Jason geht mal da vorne hin und tötet mal dieses Ding. Obwohl, Jason kann auch mit dem Rage-Schlag eigentlich hingehen und ihn fast ausschalten. Ja, das ist nicht ganz so gut. Nee, dann machst du einmal Folgendes. Und tötest ihn mit dem Schwerthieb. So. Batz, 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 batz. Spring! Batz, 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 spring! Batz, 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 batz. Spring und batz. Wunderbar. So. Okay. Stöpsel. Könnte hier natürlich seine Serie benutzen und alles hier ausschalten. Das halten wir uns erstmal noch in der Hinterhand. Können wir die Dinger beherrschen? Nein, leider nicht. Oder wahrscheinlich schon, oder? Wir sehen sie nur noch nicht so wirklich. Dann gehen wir mal ein bisschen näher ran hier. So, jawohl, wir können sie beherrschen. Die Frage ist, wollen wir so eine Viper beherrschen? Eigentlich ja auch eher nicht. Das heißt, wir machen hier mal eine Lanze rein. Können wir beide? Das ist schade. Das ist einfach nur schade. Das ist traurig und schade und doof. Mann. Verdammt. Okay. Dann lassen wir das vielleicht auch nochmal. Bushi. Ja, könnte da vorne ein bisschen aufräumen. Warum eigentlich nicht? Mein Angriff schnellt hervor.
Genau, dein Angriff schnellt hervor. Leider ist dein Geist auch nicht mitgekommen. Und wahrscheinlich werden auch die ganzen beherrschten Leute nicht mitbekommen. Das heißt, es ist ganz gut, dass wir das Beherrschen uns aufgehoben haben. Und schade, echt schade, dass dein Geist nicht mitgekommen ist, Mensch. Dann hätten wir uns den Geist auch aufsparen sollen. Verdammt. Verdammt. Momentum. Ja, dann block doch einfach mal. So, Granny hat immer noch eine ganz gute Trefferchance. Du kannst eine Gedankenkontrolle machen auf die Viper. Ich würde die halt gerne alle ausschalten, diese Runde. Da ist eigentlich nur die Serie von... Ja, da ist eigentlich nur... Können wir eigentlich nur mit der Serie machen. Siehst du hier eigentlich... Siehst du eigentlich irgendwas irgendwo? Ja, da vorne. Ja, okay. Gut, toll. Ja, nee, dann geh doch mal hier vorne an die Ecke und dann kannst du mit dem Haken da oben drauf und dann siehst du vielleicht irgendwas. Hm. Ach, du hast... Doch, du hast noch einen Haken frei. Okay, wunderbar. Dann gehst du mal da vorne hin. Schupp, dann hast du auch einen wunderschönen, wunderschönen Standpunkt, um das Ganze hier zu bekämpfen. Gut. Du könntest jemanden einfrieren oder ein bisschen was wegballern. Du ballerst mal den da oben weg. 85, das dürfte treffen. Wunderbar. Wir hoffen einfach auf eine Bonusaktion. Nee, leider nicht. Okay, ich glaube, dann ist es Zeit. Okay, drei Vipern leben noch. Mann, die machen ja jetzt nicht allzu viel Mist. Wir könnten auch eigentlich Teamwork zu Jason mal geben. Wir geben einmal Teamwork zu Jason ab. Einfach damit Jason die Schlange da vorne töten kann. So, wunderbar. Du kannst dann einmal Teamwork wieder zurückgeben. Das ist auch super clever. Nö, knall mal die da oben runter. Die stört mich. Zack, zack. Wunderbar. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Das ist natürlich astrein. So, 60%ige Chance, diese Viper wegzuknallen. Wäre ein Traum, wenn du es machen könntest. Oh, ein Traum. Absoluter Traum. So, jetzt lebt nur noch eine Viper und die hat Granny im Visier. Hm, da können wir das mal ganz gediegen im Seelenfeuer eigentlich irgendwann mal wegmachen. Gut, dann haben wir alle Vipern getötet. Ich weiß auch nicht, wie wir das geschafft haben. Oh. Ich sollte nicht zu früh feiern. Ich sollte tatsächlich nicht zu früh feiern. Aber wir kriegen trotzdem noch alle Vipern getötet, denn wir haben noch Stöpsel da oben. Zack, der kennt keine Gnade. Mit der Nachtkralle einfach weggemacht. So, und Coda ist immer noch am Start. Coda kann jetzt sich eigentlich mal so ein bisschen in die Mitte des Raumes bewegen, um sich bereit zu machen, einfach links und rechts ein bisschen Minen zu verteilen. Ich meine, du warst eigentlich schon wert, dass ich dich mitgenommen habe, einfach für dieses erste Verband, den ersten Avatar direkt wegzuknallen, hat uns so viel, einfach so viel erspart. Oh, da ist der zweite Avatar. Hm, begleitet von... Oh je, begleitet von ein paar nervigen Truppen. Hi. Okay, 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 okay. Gut, dich kriegen wir leider nicht direkt in einem Zug weg. Jetzt die Frage, wie wir das Ganze angehen. Also ich sehe da eine gute Chance für Stöpsel, ein bisschen was zu reißen. Zumal es ja auch zwei mechanische Einheiten sind, sofern er denn was sieht dahin. Das weiß ich natürlich nicht. Ach, jetzt kommt noch was. Ja, nee, das ist gar nicht übertrieben. Das ist ja überhaupt nicht übertrieben. Okay. Na? Gut, Stöpsel, bitte, bitte hab einfach die Sicht des Todes. Okay, du siehst ein paar Leute. Okay, pass auf, du machst einfach direkt mal eine Serie. So, dann knallst du hier den ersten weg. Du machst sowieso mindestens 10 Schaden und Gesichtslose haben, meine ich, 10 Leben. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Kill. Wunderbar. Nummer 1 weggeknallt. Gut, das sind nur 44. Okay, super, das sind jetzt schon wieder ganz schön schlechte Trefferchancen, meine Güte. Papa. Sieht hier auch nirgendwo irgendetwas. Das ist natürlich richtig, richtig bitter. Einfach ein Soldaten komplett, dass ein Soldat hier komplett nutzlos ist. Coda sieht auch nichts. Könnte hier vorne hinlaufen und wird hier irgendwas sehen. Wen siehst du denn da vorne? Wen siehst du denn da? Weiß ich gar nicht. Ist eine Überraschung. Okay, wahrscheinlich irgendein von da hinten. Und wahrscheinlich auch... Oh mein Gott, ich drücke immer einmal zu viel Escape. Granny. Ich würde gerne irgendjemanden beherrschen. Ich könnte auch jemanden inspirieren. Bushi ist natürlich hier in seinem Element, muss ich sagen. Bushi kann mit den blitzenden Händen auch auf irgendwen ballern. Oh. Könnte aber auch einen Ionensturm machen. Würde dann da aber ohne Deckung stehen. Aber bis zu 18 Schaden machen. Hm. Wäre auch interessant. So, auf Bushi. Take it. Take it for the team. Let's go. Macht einfach so viel AOE-Schaden und wenn wir gerade mal die Chance haben, da 4 Leute zu treffen, sollten wir das einfach auch machen. Okay. Was, Junge? Ja, also ich meine, das war schon ordentlich Schaden. Holy fuck.
krass, du hast fast den Avatar gewone-shottet. Alter Schwede. Und er teleportiert sie hoffentlich irgendwo hin, wo wir ihn mit Pushy mit irgendjemand anderen anschießen können, aber nein. Nein, leider nicht. Ha, wir können jetzt Pushy inspirieren. Können wir Pushy inspirieren? Ne, er ist nicht nah genug dran. Verdammt. Shit, das wäre natürlich ziemlich cool gewesen. Sehen wir hier irgendwo irgendetwas? Nicht so wirklich. Jason hat den Sensemann wieder bereit. Oh. Oh, das ist natürlich. Das ist natürlich angenehm. Du könntest hier vorne wegschnetzeln oder. Okay. Okay, Jason. Meine Güte, Jason. Schnetzel einfach den Avatar da hinten weg. Meine Güte. Warum? So. Mach doch mal bitte. Dankeschön. Das war dann noch er. Gut, wunderbar. Dann geht's weiter mit dem Phantom. Und hoffentlich kommst du noch da hinten zu den Gesichtslosen. Ich glaube aber nicht, dass du da noch dran kommst. Aber hier vorne aufzuräumen ist auch schon eigentlich ziemlich gut. Ihn da oben kriegst du auch noch mit One-Shot weg. Nicht ganz. Könntest du aber auch einfach zweimal anschießen. Mach's einfach schnell vorher drauf. Ist das Phantom da vorne auch weg? Batz. Okay, ein Schuss reicht auch. 18 Schaden. Oh, gut. Ich frag nicht nach. So. Jetzt haben wir da vorne noch die Gesichtslosen. Da bin ich mir noch ganz sicher, wie wir da dran kommen. Natürlich war jetzt die Serie auch komplett gewastet. Könnten natürlich auch Jason noch eine Aktion geben, aber das bringt auch nicht allzu viel. Poda. Hm, sieht jetzt hier auch nichts mehr. Sollte dann vielleicht... Keine Ahnung, wir sehen überhaupt gar nichts mehr da vorne. Hm, wir gehen mal alle so grob in die Richtung. Und machen einfach Feldposten. Ich glaube, das ist so mit das Beste, was wir machen können. Wenn die angelaufen kommen, dann knallen wir die einfach weg. Oh, cool, da sieht sogar ein. Mit einem heftigen Schuss wäre das ein Kill. Ja, das sollte funktionieren. Ast rein. Den hast du weggemacht. Wunderbar. Wir könnten auch den Schattenschuss benutzen. Wo du in den Schatten... Ach nee, den können wir gar nicht benutzen. Ach nee, wir dann... Doch, doch, warte. Wir haben noch einen Schuss, wo du dann in den Schatten wieder gehst, ne? Den könnten wir auch irgendwann mal benutzen. Aber wir machen da oben erstmal ein paar Feldposten mit den beiden. Gut, dann kriegen die hier nämlich schon mal einen Feldposten ab. Ist das jetzt schon der dritte Avatar? Nee, ein paar Max. Oh, oh. Angst vor Max. Oh, oh. Na, ah, verdammt besessen. Nicht gut. Nicht gut. Truppenmitglied in Panik. Auch nicht gut. Auch nicht gut. Okay, du hast erstmal einen aus dem Leben geklatscht. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Okay, auf wen schießt du? Ah, du schießt dich echt auf... Du schießt auf Papa. Ich glaube es nicht. Was ist denn mit dir los? Oh, wen schießt du? Ah, du gehst einfach nur in Deckung. Okay, das hätte schlimmer ausgehen können. Meine Güte. War vielleicht nicht so clever, einen müden Kameraden mitzunehmen. Oh je. Gedankenkontrolle. Du willst ja nicht echt Jason. Also, Kollege. Ah, du hast ihn echt unter Gedankenkontrolle. Das ist unschön. Da muss Bushi dir gleich erstmal ein bisschen Respekt zuweisen. Und ich würde auch gerne eins bei Gedankenkontrollen mal machen. Also, gib mir mal ein paar Leute, die Gedanken kontrolliert werden können. Und das ist ein sehr, sehr schönes Stillleben. Ah, schön, wie du in der Luft stehst. So, ein HP hast du noch. Matsch, matsch, matsch. Kommst aber nicht nah genug ran für irgendwen. Möchte jetzt noch irgendwen zeigen? Nee. Okay, ah, oh, jetzt kommen noch mehr. Okay, ein paar Codexininininis. Ja. Gut, Beute abgelaufen. Okay, müssen wir uns jetzt wieder neu orientieren. So, unter Gedankenkontrolle. Das ist natürlich mies, dass Jason unter Gedankenkontrolle ist. Oh, die kriegen noch einen Feldposten ab. Jeder Hit ist ein guter Hit. Perfekt. Okay, du teleportierst dich direkt mal. Na, das sieht mir gut aus wie eine gute Granate. So, jetzt können wir erstmal irgendwen beherrschen. Ein Codex können wir beherrschen. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das können wir ganz gut machen. Wir könnten auch einen leeren Spalt machen. Hm, nee, ich glaube, wir beherrschen lieber einfach einen. Wir beherrschen 80%, komm schon. Komm schon, die Beherrschung muss einfach sitzen. Das ist unsere einzige Chance, Granny. Yes, das sieht gut aus. Wunderbar, wunderbar. Unter Gedankenkontrolle 1. Aber wir haben Codex am Start. Gut, Coda. Kann ihn natürlich wegknallen. Ich weiß nicht, ob das so unfassbar gut ist. Nee, du hast nicht diesen Schuss, mit dem du in den Schatten gehen kannst. Ah, ach, Tarnschuss, stimmt. Da bleibst du garantiert im Schatten. So war das. Aber du bist ja schon aufgedeckt und
da du sowieso gerade nichts weiteres siehst, kannst du ihn noch einfach wegknallen, dann wird er zumindest nicht zum Problem werden. So. Papa, sieht drei Leute, könnte auch ein Übernahmeprotokoll machen. Oder eine Genesung. Wen könntest du denn alles genesen? Eigentlich ja nicht ganz so viele. Stöpsel. Kann auf jeden Fall einen von den beiden Boys töten. Wir töten mal 72. Komm, Stöpsel. Baller einfach einen von denen weg. Wunderbar, perfekt. 25 Schaden. Das ist ja fast so viel wie Koda einmal mit dem 26er Schuss. Ja, du könntest den einen Kodex da oben wegknallen. Wie wär's, wenn du einfach einen einfrierst? Ja, so eine 62%ige Chance sind jetzt auch nicht so gut. Bushi. Ja, da machen wir jetzt keine halben Sachen und knallen den erstmal weg, damit wir Jason wieder haben. So geht's ja hier nicht in der Gedankenkontrolle, ich glaub's ja wohl. So nicht! So nicht, gib mir Jason wieder. Der ist nämlich relativ wichtig für diese Mission. Wenn man es nicht schon bemerkt hat, der ist, ist doch schon irgendwie wichtig. So. Jason. Du gibst vielleicht einfach mal Teamwork ab an Stöpsel. Das gefällt mir ganz gut, dann kannst du nämlich mit der Pistole mal auf irgendwas ballern. Und Jason da hinten hat ja sowieso gerade nicht viel zu meckern. Du könntest mit der Pistole ihn töten oder ihn töten, oder du hast ein Imitationsgerät. Heilung. Nur du bist verletzt. Bringt eigentlich auch nicht ganz so viel. Ja, also wen siehst du denn? Du hast auch nicht so die Ultratrefferchancen. Ein Kodex auszuschalten wäre schon ziemlich nice, muss ich sagen. Wir versuchen einfach mal einen Kodex auszuschalten. Gut, wenn du eine Bonusaktion kriegst, wäre das natürlich ein absoluter Traum. Leider kein Traum, den wir diese Folge noch leben anscheinend. Bushi hat hier vorne keine Feinde mehr und sammelt sich einfach mal ein bisschen Fokus. Da unten liegt ein bisschen was. Ich hier vorne noch irgendwo, also sonst Fokus. Ja, da vorne liegt noch Fokus. Okay, dann kannst du dir diesen Fokus einmal mitnehmen. Dann bist du auch etwas näher an den anderen dran und stellst dich auf die Leiche vom Avatar. Gut, wunderbar. Ein bisschen Disrespect noch dabei. Du, Dimensionsriss. Hat natürlich eine ziemlich krasse Range, aber bringt uns hier gerade nicht sonderlich weiter. Dann geh mal nach hier unten. Da siehst du zumindest irgendwen. Und wenn du irgendwen töten könntest, wäre mir das ganz lieb. 60 auf den Kodex da vorne. Du könntest aber auch einfach einen Kodex Gedankenkontrolle nehmen. Perfekt, dann haben wir beide Kodexe quasi in unserer Gewalt und haben noch einen Avatar, den wir töten müssen. Das läuft ja ziemlich, ziemlich gut. Jawohl, gut. So, dann lebt nur noch er da oben. Und ja, wir haben eine 20%ige Crit-Chance. Vielleicht haben wir einfach richtig Glück. Komm schon, wenn du ihn einfach tötest. Ich meine, das war ein Crit, aber ne, es soll, ja, schade. Schade, Jason spurtet mal hier langsam hinterher. Und wir warten immer noch auf den letzten Kodex, der kommt. Der letzte, nicht der letzte Kodex, sondern der letzte Avatar. Und da könnte er jetzt angeschissen kommen. Nee, das ist, doch, da ist er. Doch, da ist er. Aber wir haben zwei Kodexe hier am Start, die wir frei benutzen können. Ja, ich, wunderschön, dein Highlight-Intro da. Habe ich auf jeden Fall gesehen. So. Ich würde ganz gerne ein Doppelfeuer mit Jason auf dich machen, aber ich glaube, Jason ist zu weit weg. Und ich glaube, Doppelfeuer da gar nicht mehr bereit. Ah, wir haben ja noch einige Granaten und wir haben noch eine Mine, glaube ich, von Koda. Also eine Claymore und ein bisschen anderen Shit. So, du wirst jetzt das allererste Mal auf uns schießen können. Oder du machst eine Granate auf die beiden hier hinten, denke ich mal. Autsch, aber einer von den beiden war immun dagegen. Wunderbar, Truppenmitglied verletzt. Papa ist wieder hart im Panik machen. Okay, und geht in Deckung. Ja, ist in Ordnung. So, was kommt hier oben? Das dürfte uns eigentlich nicht interessieren. Wir müssen einfach nur noch den einen Avatar töten. Nur noch den einen Avatar töten, dann haben wir es geschafft. Alles ballern wir jetzt auf den Boy. So. Gebrochen entfernt. Wunderbar. So. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem hier. Und ballern hier einfach mal ordentlich rein. So, gib ihm. Batz. So, dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen Rüstung von dem Avatar weg. Und dann schauen wir mal, wo er sich hin teleportiert. Na, komm, wo willst du hin? Komm, geh einfach zu Jason. Oh, du bist ziemlich nah an ihm dran. Ist natürlich auch neben Bushi. Was natürlich auch etwas kritisch für dich ausgehen könnte. Und das wird es auch. Bushi reißt dich nämlich jetzt in Stücke. Zack. So, wo möchtest du als nächstes hin? Du wirst hier umhergescheucht, Kollege. Oh, Freundchen.
Oh, Freundchen. Ich, du weißt, neben wen du gerade bist, oder? Nein, Jason, nein, die da hinten sind nicht. Nein, Jason, du kannst ihn nicht im Nahkampf da oben angreifen? Was soll das denn? Warum kannst du ihn nicht im Nahkampf da oben angreifen? Doch, du kommst da gar nicht hoch. Warum kommst du da nicht hoch? Ah, oh, okay, das ist natürlich unglücklich. Dann versuch mal deinen 59er. Vielleicht haben wir ja Glück. Oh, Jason. Verdient den letzten Avatar weggeknallt. Und ich habe gerade 2 Errungenschaften erhalten. Ich denke, damit haben wir's. Damit haben wir's. Wir haben's echt. Wenn die Ältesten das Psionik-Netz nicht mehr stabilisieren, geht alles den Bach runter. Das Tor hält nicht mehr lange. Ihr habt sie gehört. Los! Shen, sagen Sie mir, dass Sie einen Plan B haben. Gut gemacht. Es war nicht mein Verdienst. Das sollte doch gar nicht möglich sein. Außer... Commander, was immer Sie tun, es funktioniert. Heben Sie nur genug Saft für Ihre eigene Heimreise auf. Commander, alles okay? Wir verlieren den Kontakt. Was zur Hölle passiert hier, Doktor? Die Ältesten. Sie überlagern die Verbindung. Hüllen das Bewusstsein des Commanders ein. Dann trennen Sie die Verbindung. Aber dann riskieren wir eine totale Überladung. Synapsenaktivität fast wieder auf normalem Niveau. Es macht ein transdimensionales Psioniknetz weniger. Einsatz erfolgreich, Commander. Hier ist das Befreiungsnetzwerk. Wir senden auf allen Frequenzen. Advent zieht sich überall großflächig zurück. Weiterhin schwere Gefechte in den Stadtzentren, während sich die Advent-Truppen neu sammeln. Wir werden hier von der Flüchtlingswelle fast erdrückt, während die Menschen aus den von Advent kontrollierten Stadtzentren fliehen. Die Ausgangssperre bleibt bestehen. Derweil bekämpft die Verwaltung die aktuelle Krise. An alle in den besetzten Zonen, bleiben Sie standhaft und kämpfen Sie weiter. Wir versprechen Ihnen baldige Hilfe. Jetzt? Wir kehren endlich aus der Kälte heim.
Schwestern. Willkommen zu Hause. Netzwerk. Ist der Ruf noch stärker? Ruft alle zusammen. Die Zeit drängt. Wir haben nur einen Kampf gewonnen. Jetzt startet der echte Krieg. Jetzt startet der echte Krieg? Was? Oh boy, also bis auf die letzten drei Sequenzen, wo alle drei Fraktionen nochmal gezeigt wurden, kannte ich den ganzen Abspann schon. Genauso war der auch bei XCOM 2. Puh, so. Tja, gewonnene Einsätze, da haben wir die Welt besiegt. Verlorene Einsätze, ja, das gibt man einfach mal. So, Zusammenfassung, getötete Auserwählte 3, die Welt auch 3. Ja, Mensch, was für eine Überraschung. Ich glaube, am Ende muss man die natürlich töten, sonst kann man gar nicht gewinnen. Mir wurde auch gesagt, oder habe ich es irgendwo gelesen, dass wenn man die nicht tötet, die am Ende der letzten Mission auftauchen. Deswegen war es mir schon ein Anliegen, die vor der letzten Mission zu töten, weil die drei Avatare plus noch ein paar Auserwählte in der letzten Mission hätte schon kritisch werden können. Tja. Also die Statistiken, wen sie jetzt interessieren, ich scrolle einfach einmal so durch, so richtig interessant finde ich die jetzt nicht. Könnt ihr pausieren, falls ihr da irgendwas Interessantes seht. Aber errichtete Funkrelais, 16 Stück. Au. Haben wir ordentlich reingeschissen hier in die ganze Funkrelais. So, XCOM 2, War of the Chosen Technical Legacy Pack. Das war XCOM 2. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert von diesem unglaublichen Spiel, von diesem unglaublichen DLC. Und es wurde mir schon gesagt von Philipp Lynx, dass das Ende dieses Spiels auf XCOM 3 teasert und ja. Wie die Templer schon sagten, wir haben die Schlacht gewonnen, aber der Krieg, der kommt jetzt erst noch. Oh je. Oh je. Was ein Ritt hier. Was ein unglaublicher Ritt. Wir hatten Hoch und Tiefs, aber am Ende haben, glaube ich, die Hochs echt überwogen und vor allem die letzte Mission. Also die lief ja schon mal ziemlich gut. Wir hatten etwas Unglück hier mit einer Panik hier und da, aber sonst auch ein großes Lob an Jason. Der einfach nur, also meine Fresse, also, ohne den hätten wir ganz, ganz schön schlecht aus der Wäsche geguckt. Ja, was bleibt mir anderes zu sagen? Also beim letzten, beim XCOM 2, beim Abschluss, habe ich die ganzen Credits durchgequatscht und dann vielleicht nochmal bestimmt 15 Minuten länger nochmal. Ich glaube, das möchte ich diesmal etwas verkürzen. Vielleicht quatsche ich jetzt nochmal ein, zwei Sachen, die ich noch ansprechen möchte. Ich möchte mich bedanken an alle Zuschauer, die ich erstellt habe, an alle Zuschauer, die ich nicht erstellt habe, an alle Zuschauer, die einfach nur dabei waren. Die einfach nur zugeschaut haben, die so einen kleinen YouTuber unterstützen, die so ein Projekt unterstützt haben. Das ist echt ein kleiner Traum, der hier in Erfüllung geht. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Projekt wieder dabei. Ich habe es am Anfang dieser Folge schon mal gesagt. Ich habe es auch in mehreren anderen Folgen schon mal gesagt. Portal 2 ist es und soll es bleiben. Ich würde gerne mehr Projekte natürlich gleichzeitig laufen haben. A, um mehr zu zocken, weil irgendwie, ne, ich bin Gamer, also es liegt mir, ich will mehr zocken. Aber leider reicht die Zeit dafür nicht. Deswegen wird es ein Projekt werden und zwischendurch mal wieder so zwei, drei kleine andere Folgen wie Dota Auto Chess oder Slay the Spire oder auch mal was anderes. Ich bin gerade auch an zwei, drei weiteren Edit Gameplays am Basteln. Unter anderem, also für die Leute, die das hier noch gucken, kann ich es ja schon mal teasern. Es wird ein Monstrum Edit Gameplay. Wer das Spiel nicht kennt, es ist ein Horrorspiel. Und wer das letzte Edit Gameplay von SCP Treppensimulator gesehen hat, wo ich mich in ein bisschen eingekackt hat, ja, der darf sich schon mal darauf freuen. Es wird so ähnlich werden. Ich drücke mich noch ein bisschen davor, es aufzunehmen, aber ich habe schon ein, zwei kleine Stellen zusammengeschnitten von Sachen, die ich vor dieses kleine Edit-Gameplay quasi schneiden werde. Es wird also ein Edit-Gameplay mit einem Edit-Gameplay drin. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Und ich war im Zoo neulich, vor einer Woche, und da habe ich auch ein bisschen was aufgenommen. Da wird wahrscheinlich auch nochmal ein kleines Edit-Gameplay kommen. Ja. Das wird so kommen. Weitere Projekte nach Portal habe ich jetzt so erstmal nicht geplant. Ich habe eine kleine Liste mit Sachen, die ich gerne spielen würde. Und meine Steam-Bibliothek ist relativ voll. Da wird sich bestimmt was finden. Aber erstmal müssen wir Portal durchspielen. Das wird nicht nur 5-6 Folgen dauern wie bei Portal 1. Das wird einige Folgen dauern. Einige Folgen dauern. Ja, da werde ich mich auch sehr, sehr bald dran setzen. Wahrscheinlich wird das Let's Play irgendwann Mitte nächster Woche beginnen. Je nachdem, wann ich genau Zeit habe, da ein bisschen aufzunehmen. Ich denke aber mal, ich werde da morgen oder übermorgen für Zeit haben. Und dann werde ich das Ganze mal aufnehmen. Ja. Habe ich noch irgendetwas zu sagen? Weiß ich. Also eigentlich nicht. Ich könnte noch sagen, dass Hamster wie Zigaretten sind. Also sie sind ungefährlich, bis man sie anzündet und im Mund steckt.
Und sonst... Jetzt habt ihr so einen kleinen Einblick darin erhalten, was ich so denke, wenn ich gerade nichts sage. Aber daran denke ich. Meine Güte. Daran denke ich. Ja. Ich könnte jetzt noch 10-mal Danke sagen, wie ich es am Ende von XCOM 2 gemacht habe. Ich könnte... Oh je, pass auf. Ich versuche mich jetzt an alle zu erinnern, die dabei waren. Es waren dabei Bushi, Dragunova, Jimmy Lee, Bowski, Broski, Papa, Koda... Ich selber war dabei, Granny habe ich erstellt, Jason, Sve, Martina Kohler, wer könnte vergessen, Martina Kohler, unglaubliche Eindruck in diesem Let's Play hinterlassen, Martina Kohler, Volksheld auf jeden Fall. Ich finde es etwas schade, Mox natürlich auch noch und den ganzen Kram, ich finde es etwas schade, dass wir Dragunova so am Anfang verloren haben. Also ist natürlich schön für Koda, weil wir dann einen anderen Schnitter halt bekommen haben und Koda hat Dragunova also echt restlos ersetzt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass es die überhaupt gab. So unglaublich gut war Koda, ist einfach in ihre Fußstapfen getreten. Und hat auch verdient in der letzten Mission den ersten Schuss auf die Avatare gemacht und natürlich auch den letzten auf den ersten Avatar, der das Verbannen nicht überlebt hat. Also keiner überlebt das Verbannen von Koda. Das ist einfach eine Wucht. Ja, es ist echt unglaublich. Ich habe locker 10 Leute, glaube ich, knapp 10 Leute erstellt. Und davon waren so grob 8 Zuschauer. Das ist schon stark. Ist schon ziemlich, ziemlich stark. Ihr könnt natürlich auch gerne, falls ihr es bis hierhin geschafft habt, falls ihr echt mal Gequatsche bis hierhin ausgehalten habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Beziehungsweise welche Projekte ihr generell mal sehen wollt. Es können auch ruhig ganz kleine Spiele sein. Vielleicht kann ich auch einfach mal ein kleines, ja, nicht direkt Review, aber einfach so mal in ein, zwei Spiele reingucken, wo ihr sagt, hey, schau dir das nochmal an, das könnte was sein. Oder das würde ich gerne mal von dir sehen. Let's play das doch mal. Oder... Spiel da einfach mal ein kleines Ründchen von, das kann ich das gerne, gerne machen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich führe Buch darüber, welche Spiele ihr gerne sehen wollt, welche Spiele ich gerne spielen möchte. Ich würde auch sehr, sehr gerne Borderlands 2 spielen. Weil Borderlands 3 kommt ja bald raus. Da gab es also eine kleine Kontroverse von wegen Epic Games und bla bla bla. Aber ja, also wenn... Ich habe Borderlands noch nie gespielt. Ich habe nur gehört, dass es ein unglaublich gutes Spiel sein soll. Und das werde ich wahrscheinlich zocken, Borderlands 2. Zusammen mit dem guten Bushi. Mit Bushi werde ich auch Portal 2 Koop spielen. Da freue ich mich auch schon drauf, das wird sehr, sehr witzig. Und ja, dann hört ihr auch mal Bushi und er hört sich genauso an, wie ich ihn quasi im XCOM 2 Let's Play dargestellt habe. Wenn er den Mund aufmacht, kommt einfach X gonna give it to ya. Kommt da einfach raus. In einer Dauerschleife. So, ja, auch großen Dank an Geist, nämlich Karl Jürgens Sieler und Marc Oliver Schulze. Hey, der teilt sich meinen Vornamen, Oliver. Ist ja schön. Okay, Resistance Radio, Erik Borner. Und dann, oh, alle Soldaten stimmen. Meine Güte. Grüße gehen raus an Andreas Otto und an Lilly Volk und Steffen Wilhelm. Italiancast, auch sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Haben auch eine große, große, große Bedeutung in meinem Let's Play gehabt, der italienische Cast der ganzen Truppe. So, jetzt ist natürlich die Frage, quatsche ich jetzt noch die ganzen Credits durch oder erlöse ich euch einfach? Ich würde sagen, ich quatsche einfach noch die ganzen Credits durch, denn ich finde, die Leute hier haben es einfach verdient, dass sie hier vor den Unmengen an Leuten, die dieses Let's Play gucken, gezeigt werden. Zumindest die paar Leute, die es gucken, die so, na, gucken wir einfach mal so ganz grob durch, was hier noch ist. Vielleicht fällt mir auch noch irgendetwas ein, was ich noch erzählen kann. Kann ich noch irgendwas erzählen? Irgendetwas... Nee, eigentlich, ich habe gesagt, ich habe mich bedankt. Ich habe gesagt, welche Projekte ich noch starten möchte. Ich habe gesagt, dass ihr gerne Projekte in die Kommentare schreiben könnt. Nee, im Grunde bin ich durch. Und ich bin natürlich auch sehr, sehr traurig, dass dieses Let's Play vorbei ist. Also ich habe mich echt ein bisschen drum gewunden, diese Folge aufzunehmen. Wir haben jetzt Samstagabend, fast 22 Uhr und diese Folge kommt morgen online. Ich wollte einfach nicht, dass es endet. Und ein paar haben es auch schon in die Kommentare geschrieben unter der letzten Folge, die finden es auch traurig und ja... Ich finde es richtig traurig, denn XCOM, ich liebe dieses Spiel. Ich habe XCOM, Enemy Within, XCOM 2 komplett für mich alleine durchgezockt und dann noch einmal Let's Played und XCOM 2 War of the Chosen jetzt in meinem Let's Play quasi das erste Mal erlebt und bin komplett geflasht von diesem DLC. Und ich werde, habe ich auch schon einige Male gesagt, XCOM 2 auf jeden Fall noch einmal zocken. Also wenn ihr nur wegen XCOM 2 hier seid, was auch total in Ordnung ist, könnt ihr ja einfach mal, müsst ihr natürlich nicht abonniert bleiben, ich hau jeden Tag Videos raus, dann spamme ich euch ja komplett zu, wenn ihr nichts anderes guckt. Das ist natürlich dann etwas sinnlos. Aber könnt ihr gerne mal in ein paar Monaten wieder reinschauen. Dann werde ich, denke ich mal, wieder XCOM starten. Und zwar einen komplett gemoddeten Run. Dafür können wir auch gerne ein paar Kommentare sammeln, was für Mods denn da so gut sein können. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich habe einmal einen Mod installiert oder zwei, dreimal.
Einfach einmal nachdem ich XCOM 2 gespielt habe, glaube ich. Da habe ich einfach mal durch die Mods geguckt. Da habe ich aber vergessen, dass ich die installiert hatte, als ich XCOM 2 War of the Chosen gestartet habe. Deswegen haben wir die erste Waffe der ersten Attentäterin dann nicht bekommen. Der ersten Auserwählten, genau, das war das Wort. Aber sonst kenne ich mich halt gar nicht mit Mods aus. Ich habe einmal auch einen Mod für Broski installiert, wo es mir auch immer noch leid tut, dass ich dich nicht mitgenommen habe, Mensch. Du warst in den letzten zwei Missionen dann nicht dabei, aber naja, also man kann nicht alles haben, ne? Kannst gerne beim gemoddeten Let's Play wieder dabei sein, würde ich mich freuen. Und dann vielleicht auch direkt in kompletter Clone Warrior Uniform, wie du magst, denn wenn ich Mods installiere, dann hui, wird es einige kosmetische Mods geben. Da werden bestimmt sehr, sehr coole Charaktere entstehen. Könnt mir gerne Mods empfehlen, ich kann da gerne mal durchgucken. Aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern, denn erst kommen ein, zwei andere Projekte. Erst werde ich wahrscheinlich noch, na, meine Ausbildung werde ich nicht abschließen. Wahrscheinlich werde ich XCOM 2 noch bringen, bevor ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Das dauert jetzt noch, je nachdem, wenn ich vorziehe, dann bin ich Ende nächsten Jahres fertig. Ende diesen Jahres bin ich dann sogar schon fertig. Dann würde ich im Januar meine Abschlussprüfung schreiben, glaube ich. Ungefähr so, oder nicht im Januar oder noch im Dezember, irgendwie so, aber ich weiß noch nicht, ob ich vorziehe, je nachdem. Ja, obwohl, da könnte es schon wieder XCOM geben. Könnte sein. Ich werde auf jeden Fall XCOM nochmal spielen, es hat mir so viel Freude gemacht und mir so viel Zuschauerbindung auch gegeben. Es ist natürlich auch immer sehr, sehr, Let's Play an sich gefällt mir unglaublich gerne, ich spiele auch jetzt gerne Portal und sowas, aber da bin halt nur ich zocke und kann wenig mit den Zuschauern interagieren aus den Kommentaren. Und hier halt im Let's Play, da kann ich halt als ein Zuschauer spielen. Oder mit einem Zuschauer spielen. Oder eben Zuschauer sagen, hey, wollt ihr erstellt werden? Das ist halt so geil. Das ist auch so das Schöne an YouTube. Einfach diese Interaktion. Es macht auch richtig Bock, wenn sich dann Leute echt noch beteiligen. Weißt du, also, da ist halt ein YouTuber mit seinen 110 Abos oder wie viel ich habe. Ich glaube, 114 sind es mittlerweile sogar schon. Und da sind einfach Leute, die klicken einfach drauf und geben einem eine Chance. Das ist unglaublich. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Es laufen so viele Let's Player hier rum und nehmen, also dieser Markt ist halt so krass übersättigt. Man gibt halt nur Let's Player und kriegt da 5 Milliarden Ergebnisse auf YouTube. Wie will man da gefunden werden, ist die Frage. Und die Antwort ist, man wird nicht mehr gefunden. Also, man wird nicht mehr gefunden. Ich werde hiermit nicht groß werden, aber ich mache es einfach nur, weil es mir Bock macht. Und wenn ihr mich begleiten wollt auf meinem kleinen Weg, dann ist das sehr angenehm, muss ich sagen. Ist das sehr, sehr, sehr schön. Freue ich mich natürlich drüber. Könnt ihr selber sehen, wie ich ein bisschen wachse, ein bisschen meine Qualität vielleicht sogar optimiere. Ich bin auch sehr, sehr am Liebäugen. Ich meine, ich habe einen relativ guten Rechner. Ich sage jetzt nicht, wie teuer mein Rechner war. Okay, Ich sage nicht, wie teuer mein Rechner ist, den ich mir kaufen möchte, okay? Mein Rechner momentan, grob 900 Euro. Allerdings habe ich diesen Rechner zusammengestellt vor 2 Jahren circa. Ja, vor knapp 2 Jahren. Und da war das eher so auf Gaming ausgelegt. Und jetzt habe ich halt ganz, ganz andere Anforderungen. Jetzt muss ich Videos rendern, ich muss Let's Plays aufnehmen, ich muss Videos schneiden. Und das schafft dieser PC einfach so gut wie gar nicht. Und aufrüsten ist da auch relativ schwierig. Also PCs aufzurüsten ist generell nicht schwierig, aber da müsste ich halt quasi den PC ersetzen. Also ich habe eine kleine SSD da drin und sonst eben nur Festplatten links und rechts angeschlossen, wo ich irgendwie alles versuche drauf zu speichern. Ich habe ein kostenloses Schnittprogramm, ich habe ein kostenloses Thumbnail-Editierprogramm, also Bildbearbeitungsprogramm, einfach weil ich mir die Kaufdinger nicht leisten kann. Ich kriege ein kleines Ausbildungsgehalt und muss davon, ich lebe quasi, um mein Auto zu finanzieren und tue ab und zu ein bisschen was beiseite. Für Notfälle oder um eben eventuell einen etwas teureren PC zu kaufen, der eben darauf ausgelegt ist, in hoher Qualität aufzunehmen, schnell zu sein, schnell zu rendern, in Top-Qualität die besten Spiele zu spielen. Einfach um, weil ich habe selber einen relativ hohen Anspruch an meine Qualität und mich regt das auch echt auf, wenn irgendwie das Mikrofon mal ein bisschen zu sehr übersteuert oder wenn irgendwo Rauschen ist oder wenn man mein Mausgeklick im Video hört. Glaubt mir, ich kriege das mit und mich nervt das. Tierisch, aber ich kann es einfach nicht immer optimal verbessern, so wie ich es gerne möchte. Ich bin da echt eine kleine Qualitätshure und es regt mich auch auf, wenn mein Schnittprogramm andauernd anfängt zu hängen und anfängt zu laggen und oh, was ich schon an stundenlanger Schnittarbeit verloren habe, nur weil mein Programm abgekackt ist. Ich glaub dir nicht. Das glaubt ihr nicht. Und ich bin nie einer, der Controller oder sowas an die Wand schmeißt. Ich habe auch noch nie meine Tastatur oder Maus zerstört. Ich bin ein relativ ruhiger Typ. So, wenn mich ein Spiel häufiger tötet, ich rage nicht. Ich bin da halt echt relativ gelassen, aber wenn man stundenlange Schnittarbeit verliert, da kocht es schon irgendwie in einem hoch. Das ist so frustrierend einfach. So frustrierend. Aber da hilft ja nichts. Einfach ruhig bleiben und neue Zeit investieren. Irgendwann wird's besser. Und einfach um meinen Qualitätsanspruch zu erfüllen, würde ich mir gerne halt so einen neuen Rechner holen. Da werde ich vielleicht dann noch ein Unboxing von machen, wenn es irgendwann mal soweit ist. Vielleicht muss ich mir noch von irgendwem Geld leihen. Da bin ich echt am Hin und Her überlegen, aber
Vielleicht lasse ich es auch erstmal so, wie es ist. Ist vielleicht auch ganz in Ordnung. Aber da bin ich auf jeden Fall noch am Sparen und am Machen und am Tun. Und ich würde gerne die Qualität verbessern. Ich würde gerne, ich nehme ja momentan den 30 FPS auf. Und selbst dann ist OBS bei manchen Sequenzen überlastet. Das habt ihr in meinem Subnautica-Let's Play gesehen. Da habe ich noch in 60 FPS aufgenommen. Da wusste ich noch nicht, dass es daran liegt. Und da hat es echt häufiger mal Ruckler gegeben. Das hat mich selber so gestört. Das habe ich im Let's Play auch häufiger mal erwähnt. Falls da irgendjemand Rat hat, mir gerne zu schreiben. Und irgendwer hat es dann auch mal geschrieben, dass ich mal die FPS-Rate runterschrauben soll. Das hat ein bisschen geholfen, aber nicht... Hilfe, mein Arm ist auch hier sehr wieder am Quietschen. Wunderbar. Das hat auch ein bisschen was geholfen, jetzt in 30 FPS aufzunehmen. Aber ich würde natürlich lieber 60 FPS machen. Ich render auch schon meine Videos. Ich habe quasi nicht die Top-Qualität, in der ich render, sondern ich render das quasi runter. Ich stelle das quasi auf Medium, Medium-Qualität und pack das dann irgendwie in HD um. Das heißt, die Qualität ist nicht so schön, wie ich sie gerne hätte. Und das ist schade. Das ist schade, denn ich würde euch gerne was Schönes präsentieren. Ich würde mir selber gerne etwas Schönes präsentieren. Und ich möchte halt meinen eigenen Ansprüchen irgendwie gerecht werden dadurch. Und das kann ich eben nicht mit diesem Rechner, leider. Und das kann ich leider nicht mit diesem Setting. Momentan ist das halt etwas schwierig, aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Irgendwie wird das werden, vielleicht werde ich mir in ein, zwei Jahren den neuen PC kaufen können, vielleicht schon früher, ich weiß es nicht ganz genau. Und diese Credits sind ganz schön lang, merke ich gerade, meine Güte. Ich dachte, ich rede jetzt hier schon echt eine ganz schöne Zeit, das wird auch alles eine Folge bleiben. Also wir haben die Mission grob in einer Stunde beendet. Und das ist auch in Ordnung so. Also ich glaube, eine Stunde 10 Minuten haben wir gebraucht. Ich glaube, das bleibt als eine Folge. Laden wir halt eine Stunde 26 hoch. Meine Güte, und mein Internet. Oh mein Gott, mein Internet ist so schlecht. Wenn irgendjemand anderes, also ich wohne mit meiner Freundin zusammen in so einer eigenen Etage, ist relativ schwierig zu erklären. Aber wenn sie mit dem Handy ins Internet geht, dann fliege ich raus. Aber selbst wenn ich alleine zu Hause bin, fliege ich auch ab und zu raus. Das ist so inkonstant. Deswegen sind Online-Spiele einfach so gut wie gar nicht machbar. So, da haben wir nochmal einen Blick auf den Jäger, ist es, glaube ich. Es ist halt einfach nicht machbar, Online-Spiele gut zu spielen. Da muss ich echt noch irgendwas dran reißen, bevor ich im Koop gehe. Das wird schwierig. Ja, jetzt haben wir nochmal das Bild, was wir ganz am Anfang hatten, in der allerersten Folge. Hatten wir auch hier Dragonova. Und ich würde sagen, ich habe jetzt lang genug durchgequatscht. Ich kann nur nochmal vielen, vielen Dank sagen, dass ihr dieses Projekt verfolgt habt, dass ihr dabei geblieben seid. Schaut auch gerne andere Projekte von mir an. Schaut auch gerne alte Projekte an. Schaut auch gerne mich an. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Facecam. Ist auch ein, ich habe theoretisch eine Kamera hier. Eine Logitech HD 1080p. Die ist ganz gut. Also eine Kamera, so eine kleine... wie heißen die denn? So eine kleine Facecam heißen die einfach nur. Habe ich auch für Discord Facetime-Dinger. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das schon so präsentieren will. Generell habe ich da kein Problem mit. Aber ich weiß nicht, in welches Let's Play das reinpasst. So, bei Horrorspielen passt es. Aber ich weiß nicht, ob das bei XCOM oder so passt. Ich meine, ich gestikuliere relativ viel rum. Aber ich hänge auch relativ viel mit dem Finger in der Nase rum. Das heißt, den möchte ich auch nicht immer zeigen. Beenden wir das Let's Play. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und wir sehen uns auch beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Tüdelü.